Heilende Wunden. Es ging zu einfach, das Ende. Heimkehren. Nicht alle von uns. Das Ende ist zu einfach. Wo ist das Finale? War Alles wird das? ihm besser gehen. Das kann nicht das Finale gewesen sein. Das war zu einfach. Da fehlt was. Es fühlt sich falsch an. Wir können gern reden. Na gut. Frische Luft. Ja, erst mal gucken, ob sie zufällig hier ein bisschen Loot für uns hat, die Kleine. So. Völlig weggetreten? Bleib so. Du willst jetzt nicht aufwachen. Glaub nee. Mir. Wie ist der Ausblick? Er ist schön. Woran denkst du? Glaubst du, ich bin anders? Naja, ich weiß es nicht. Hast du Hunger? Hä? Ja. Dann bist du ganz der Alte. Ich fühle mich anders. Alles ist anders. Das nennt sich Großwerden, Hugo. Manche Dinge beschleunigen es. Richtig. Ja? Ja. Aber wir gehen die Dinge ab jetzt ruhiger an. Oh. Wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Ich freue mich schon auf die Berge. Bald. Sehr bald. Wir gehen nach Hause, Hugo. Unser Zuhause. Ja. Liebe, es fühlt sich sowas von falsch an, jetzt hier keinen finalen Kampf zu haben. Ich hoffe, da kommt noch was. Ansonsten haue ich jetzt mal die Hypothese raus. Es kommt noch ein dritter Teil. Hey. Gut geschlafen? Ich wachte auf und dachte, ich sei tot. Das kenne ich gut. Was macht ihr jetzt? Meine Mutter, sie hatte ein Haus, ein altes Haus in den Bergen. Ich versprach ihm, dass er glücklich sein wird. Dort wird er es sein. Klingt schön. Du wirst dort immer willkommen sein. Okay, das liegt hoch. Hey, Menschen ändern sich. Na. Ja, es fühlt sich irgendwie falsch an. Das ist ungefähr so wie bei God of War das Ende. Also du gehst so eine riesige, ewig lange Treppe hoch. Du weißt, es ist, ne? Und davor hattest du noch so einen Kampf. Und dann war es eigentlich zu Ende. Hier fühlt sich's genauso an. Das fühlt sich einfach komisch an. Die Raskas hat uns gerettet. Es fühlt sich absolut komisch an. Aber sowas von komisch gerade. Wenn das jetzt der Kampf war, der Kampf der Kämpfe des ganzen Spiels, dann bei allem Respekt ist es fad. Hey. Oh, hallo. Wie geht's dir? Aber sowas von. Wie nach einem seltsamen Traum. Er war schrecklich. Aber ich konnte nicht aufwachen, bis er zu Ende war. Verändert. Wie wiedergeboren. Auf uns wartet ein neues Zuhause, Lukas. Kommst du mit uns? Du und Hugo. Ihr zwei seid mein Zuhause. Also, ja. Wir sind froh, dass du bei uns bist. Genau, man wird sowas von angestachelt. Du hast hier einen Kampf mit, keine Ahnung, relativ heavy Gegnern. Und dann? Dann puff, Ende, aus. Also wenn das jetzt wirklich das Ende ist, dann wird definitiv ein dritter Teil kommen. Sowas von. Hey, was ist hier los? Geht's ihm gut? Wer weiß. Wir könnten ihn ja fragen. Na gut. Lebst du, Anno? Was glaubst du denn? Tote Menschen reden nicht. Kluge Junge. Hey, es tut mir leid wegen der, naja, wegen allem. Du wolltest, dass ich gerettet werde. Ich verdanke dir mein Leben. Sieh an,
da wird ja endlich noch jemand nett. Hoffentlich bereue ich's nicht. Der Krieg ist vorbei, Anu. Wir verdienen alle Ruhe. Dir täte sie auch gut. Ja. Hey! Ein Schiff! Ah. Oh, der Graf. Von Monte Cristo. Es ist ziemlich schnell. Seht ihr, so ist das mit dem Krieg. Wir können nicht entscheiden, wann er vorbei ist. Es war unterm Strich fast klar, ne, weil sie ja irgendwann im Verlauf schon gesagt hat. Rein, Hugo. Das Hauptsegel. Dort ist es sicherer. Alles klar, wir holen es ein. Amisha, hier oben, zu mir. Komm, zum Seil auf der anderen Seite. Klar. Alles klar. Oh, na los, schneller. Der Scheißkerl lässt nicht locker. Wir müssen sie loswerden, wenn sie uns entern. Fertig. Gut. Sie kommen immer noch näher. Oh nein, 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 was jetzt? Das Segel in den Wind. Wir brauchen einen besseren Winkel. Okay. Und wie mache ich das? Ich lasse locker und du ziehst es zu dir. Ja, wir dürfen nicht scheitern, Anu. Bin schon dabei. Du musst Leine ziehen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das wird nicht genügen, sie kommen. Werft Ladung über Bord. Schon der Mann. Hilf mir hier, Amicia. Komme. Oh, Bogenschützen. Alle Köpfe runter. Und deine Schweine da oben, Amicia. Los. Ich übernehme die Fracht. Los. Geht klar. Sekunde, ich komme. Dachtet ihr wirklich, ihr könntet mit meinem Kind fliehen? Er ist nicht dein Kind, du Irrer! Fass ihn an, das ist tot, Victor! Den Sohn lasst unversehrt! Die anderen! Ihr habt den Grafen gehört! Na! Fahrt zur Hölle, ihr alle! Nein, jetzt nicht sterben! Die wollen uns rammen! Oh nein, nein, nein! Das war's. Nein! Das war's. Amicia! Amicia! Was ist los? Ja, sehe ich. Weiß nicht. Ich sehe. Sie sind über Bord gegangen. Steh auf, Amicia! Ja, dann gib mir Bild. Dann gib mir Bild. Wenn Schwarzes sehe ich nix. Lukas! Sophia! Nein! Kommt her, ich werde euch alles zerfleischen! Es sind zu viele, Anno! Nein, nicht für uns zwei. Ich komme! Chef Ertan! Für den Grafen der Provence! Komm her, Victor! Sei kein Feigling! Du hast Freiheit mit Strategie! Mich nicht! Halt die Fresse! Wo ist dein Kumpel jetzt? Siehst du deine Männer gleich sterben, Victor? Durchhalt, ich überlasse dir die Bombe. Ich werde erst ruhen, wenn der Dreckskerl tot ist. Nein, nein, Konzentration! Kommt! Ich tanze auf euren Leichen! Das Boot ist zerstört, Anno! Wir nehmen ihres. Finger weg vom Jungen! Kapiert! Mach dich fertig! So. Steht auf dem Spiel! Es gibt keine Zukunft für niemanden! Da! So. Nein! Wir schaffen das! Da! Kommt nur! Ich bin im Besten! Ihr sterbt wie die Fliegen! Oh, das wollte ich eigentlich nicht, aber gut, okay. Jetzt ist es sicher wurscht. Nein, nein, Konzentration! Nein, nein, Konzentration! Wie viele sind das? Es wird weniger, nur das zählt jetzt. Anno, es sind zu viele, das schaffen wir nicht. Durchhalten, komm schon. Weg da! Ja, weiter so. Ach komm, du Pisser. Es ist fast vorbei, Hugo. Ich bringe dich hier raus. Oh nein, bitte nicht. Amicia,
Bitte nicht. Sie ist tot. Hugo, komm mit mir. Hugo, komm her! Schade, mein Kind. Die Ratten helfen hier nicht. Nein! Ein zerbrechliches kleines Ding. Alles klar. Du gewinnst. Tu ihm nichts. Nichts tun? Er ist Emilys Sohn. Mein Sohn. Du bist Gaga. Er ist ein Gott. Er ist unser Ende, Victor. Du lässt ihn lieber gehen. Zu seiner Schwester. Nein. Das schulde ich Emily. Durch sie glaubte ich, diese Welt bestünde. Nicht nur aus Blut und Krieg. Dass ich sie einfach ersticken könnte, diese Flammen. Aber die Wahrheit ist, Menschen wie wir wurden geboren, das Feuer anzufachen. Naja, klar. Was auch immer du vorhast, es wird nicht funktionieren. Er wird dich auslöschen. Er wird auslöschen, was ich ihm sage. Wir setzen die Welt in Flammen. Und ich forme mein Reich in diesem Feuer. Ein viel gerechteres. Es ist nicht vorbei, du Feigling. Du schuldest mir Blut. Dafür habe ich bereits bezahlt. Und mein Sohn braucht jetzt Ruhe. Erledigt sie! What the fuck? Sterbende Sonne. Also wenn jetzt nicht noch was gekommen wäre, hätte ich 100%ig gesagt. Du verdammtes Monster! Da kommt noch was. Hör auf zu schreien. Für die Schmerzen. Wir trinken das auf dem Schlachtfeld. Praktisch. Hugo. Es tut mir leid. Ich musste wählen. Hätte ich uns nicht rausgeholt, wären wir tot. Wir müssen ihn retten, bitte. Der Graf weiß, wozu Hugo fähig ist. Wir müssen sie erreichen, bevor Hugo noch mehr leiden muss. Also los. Sophia und Lukas sind vorgegangen, um Pferde zu suchen. Oh. Ich helfe dir. Das ist praktisch. Oh, verflucht. Ja. Die ist zäh, ne? Die Frau ist richtig zäh. Wird bald besser. Ja. Der Graf, hat er was gesagt? Du hast sein Herz gebrochen, nun will er Krieg. Er will deinen Bruder benutzen, um zu erobern. Es wird nichts mehr zu erobern geben. Ich weiß. Ja. Ah, guck, wir können die Armbrust upgraden. Das machen wir gleich mal. Das sollte die Sache erleichtern. Ja, wenn die Armbrust schnell durchzieht, ist noch schöner. So. Aber ich sag's immer wieder, ne? Also vom Aufbau her, vom Levelaufbau, wow. Wirklich, da steckt wirklich Arbeit da drin. Viele Details, Liebe. Mega. Sophia und Lukas? Etwas mitgenommen. Der Junge, er hat eine Wunde gesäubert. Geht ihm gut. Sie sind zum Wrack, suchen nach Vorräten. Ich dachte, Pferde. Sind sie am Leben? Sie wollen dich sicher sehen. Weiß der jetzt, was er will? Erst Pferde, dann... Langsam. Reiß die Wunde nicht wieder auf. Ja. Ich glaube, dein Trank wirkt langsam. Ich hätte diese Made von Graf töten können. Du konntest nicht gewinnen, Anno. Na komm. Es ist zerstört. Es wird nie wieder
segeln? Nein. Boote kommen und gehen. Aber es ist das Meer, das Sophia trägt. Du weißt, was ich meine. Mhm. Bewahre dir das, was wichtig ist. Denn wenn es weg ist... Danke. Wir holen ihn zurück. Ja. Das machen wir. Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Ach, guck mal. Nein. So etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange, bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß bist du! Hör doch nur einmal auf. Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Hugo ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir! Tötet das Mädchen! Ach, super. Okay. Ich bin bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Passt auf, sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Wir holen euch da raus. Ihr geht nirgendwo. Verdammte Koppel, was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn. Meine heilige Waffe. Das Kind gehört Lass uns vorbei! Dein böses Werk wird nicht gelingen! Schellen! Oh doch! Aber erst seid ihr dran! Mach sie fertig! Verdammt! Zu Befehl! Sofort! Erledige sie, Mädchen! Du ja, bin ja schon dabei. Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworte, dann schenke ich dir einen schnellen Tod! Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit dem Niestod! Ah, ich hab mich gerade selber verbrannt. Fuck. 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 So. Bei euch, mein Herr. Die Verstärkung rückt an. Passt auf, sie sind hier. Lukas, bist du verletzt? Nein, aber wir stecken hier fest. Bleib am Leben. Wir ja, ja. Ihr geht nirgendwo hin. Du verdammter Trottel, was hast du mit dem Jungen gemacht? Er ist mein Sohn. So. Meine heilige Waffe. Das Lass uns vorbei. Dein böses Werk wird nicht gelingen! Schänder! Ah, oh doch! Aber erst seid ihr dran! So. Macht sie fertig! Ja, ja. Zu Befehl! Sofort! Erledige sie, Mädchen! Du bist härter als sie! Wo habt ihr meinen Bruder hingebracht? Antworte, dann schenke ich dir einen schnellen Tod! Wo ist der Junge? Die Zeit der Kompromisse ist mit Ennis tot vorbei! Dankeschön für den Follow! Warum seht ihr euch alle so nach dem Tod? Weil sie dumm sind. Ich schlitz die Hexe persönlich auf. Unterschätzt sie nicht. Sie hat den Fokus auf den Sohn. Er ist mein Bruder. Sprich, wo ist er? Ach komm, schleich dich doch nicht so an da. Der Sohn wird uns alle retten. Wir verschwinden. Hör auf mit dem Scheiß, Victor. Weg da. Wo ist er? Ist dir doch egal. Du willst doch nur meinen Tod! Oh Gott. Okay. So. Haben wir es jetzt? Ah!
War es das jetzt? Er denkt, ich bin tot. Oh. Aldi war was? Marseille. Nach allem, was passiert ist, dorthin gebracht. Halt's Maul! Aldi Baba und die 40 Angebote. Interessanter Name. Dankeschön für dein Follow. Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er. Anno! Wir müssen sofort los! Ja, interessanter Name. Oh, das ist Ascheregen pur. Verflucht, was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an deinem. Du hast uns im Stich gelassen. Aber du kannst es wieder gut machen. Beweise Großmut! Mach diese Wahnsinn ein Ende und lass den Jungen gehen! Gib mir meinen Bruder zurück oder du wirst alles verlieren! Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse noch genug von dir übrig, damit du mir sagen kannst, wo Hugo ist. Mein Herr! Du bist tot. Ach komm jetzt! Jeden kannst du kontern, aber den nicht, ne? Habe ich den anderen so schön getötet und dann das. Verflucht, was ist das? Hexerei! Sie hat uns verzaubert! Tötet sie schnell! Ihr Idioten! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Chance! Lass ihn da raus! Sein Blut klebt an deinem. Ach komm jetzt, hau ab! Aber du kannst es wieder gut machen! Beweise Großmut! Ja. Ende und lass den Jungen gehen. Warum lebst du noch? Du hast unsere Insel zerstört und uns die hellen Tage geraubt. Gib mir meinen Bruder zurück oder du wirst alles verlieren. Ich würde dich so gerne töten. Aber ich lasse den Blut von dir übrig, damit du mir sagen kannst, so, wo Hugo ist. Mein Herr, wir müssen raus. Jetzt! Sie versucht euch zu retten, ihr. Wo kommst du jetzt her? Für die hellen Tage! Das hast du nicht kommen sehen, ne? Euer Tod ist so sinnlos! Ihr seid doch dahinter! Das werdet ihr bald bereuen! This boy was on fire! Ihr Idioten, ihr seid der Beweis, dass wir das Leben nicht verdienen. Ja. Das, ne, mein Freund. Amicia, das ist übel. Wir müssen schnell zu Hugo. Ich weiß, wir versuchen es ja. Hätte sie nicht. Bleib am Leben, Amicia. Ja, bin dabei. Oh no! Keine Sorge, ich komm schon zurecht. Oh no, halte durch! Er gehört mir. Mach sie fertig. Na komm, beide. Beide.
Okay. Ich sehe sie nicht mehr. Dann mach die Augen auf. Sieh mal an! Da kickst du, wa? Das hast du nicht kommen sehen. Oh, es war klar. Oh, komm. Das war's. Du bist alt, zu alt für den Kampf. Und ihr seid so unglaublich dumm. Amicia, er gehört dir. Es ist vorbei. Er ist zu stark für dich. Überlass ihn mir. Was? Warum backt es jetzt? Hallo? Nein! Bitte nicht. Warum? Okay, das ist schön. Das geht gar nichts. Fuck. Ach komm jetzt, bitte. Ja, fuck ey. Ist das nervig. Warum muss das jetzt sein? Einfach nur ein großes Fick-Dich-Spiel. Aber sowas von. Im Finale Aufhänger. Wow. Los, Amicia! Es ist vorbei! Endlich. Das ist relativ... Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Der Wall ist gefallen. Und du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du... Ich weiß. Du. Oh Mann. So. Oh, fuck, ey. Die Sonne töten. Der Nebel. Mhm. Hast es geschafft, du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Oh. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Hm. Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment, Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Ja, mach doch mal die ganzen Lichter an. Weil das wird jetzt nochmal richtig heftig wahrscheinlich. Wie weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia, geht's dir gut? Nein, ich hätte... Hättest du nicht. Kein
keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein. Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Pragmatisch. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Tja. Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Ah. Da. Da hast du ein Zeichen. Ja, das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Na. Was ist das für ein Lärm? Kommt er aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Richtig. Richtig, aus dem Boden. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert. Was? Was ist passiert? Die Hügel. Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot. Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet. Marseille ist verloren. Der letzte Ruf. Der Makula. Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen. Steh auf! Bitte steh auf! Ich kann nicht! Mein Bein! Du musst! Wir brauchen mehr Helfer! Ich lasse dich nicht hier! Tja, dann lauf mal. Marseille, sie verbarrikadieren das Tor! Das bringt nichts. Das Grollen von der anderen Seite kommt. Und die Leute, die noch da drin sind, die sind schon tot. Mach weiter. Und jetzt? Ja, mach mal die Lampen an. Aber das Heu liegt im Weg. Warte, wir haben die Kanone. Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung, warte. Du schiebst hier. So müsste es gehen. Ich hab's raus, glaube ich. Dann los. Was ist im Weg? Wo muss ich hinschießen? Wo muss ich hinschießen? Ach, da. Griechisches Feuer? Ja, der Graf hat sich ein paar Wagen vom Orden besorgt. Wir gehen also hinter diese Mauern? Denk jetzt nicht drüber nach. Gehen wir, Sophia. Und weiter geht's. Ich bleib mal in der Position. Ich habe das Gefühl, ich kann das brauchen. Dieses Beben kommt nicht aus dem Boden. Nein, es kommt von den Stadtmauern. Das ist wie ein Herzschlag. Sein Herz, das sie führt. Was meinst du, wie viele? So fängt es also an. Was? Ja. Unsere Strafe. Wow. Sie sind alle hier. Das ist das Ende. Das ist mehr als das Ende. Die Pferde können nicht schneller. Viel zu nah. Verdammt, das hält sie vielleicht auf. Hoffentlich. Bitte, bitte, langsamer. Halte, bitte, halte. Wow. Verarscht. Verarscht. Zu spät. Fahr so weit, du. Oh nein. Nein. Uhu. Groß von oben. Da hätte jetzt ein Bauarbeiterhelm echt geholfen. Öko. Ach komm. Jetzt wird's aber langsam. Du hast Medizin bekommen, Verband, alles. Sophia, hier drüben.
leider nicht. Der Kleine, der schaut relativ gut aus, wach. Ach du Scheiße. Ich war noch niemals in Marseille. Ja. Tja, du kommst zur besten Jahreszeit. Definitiv. Suchen wir meinen Bruder. Ja, da jetzt reinlaufen, natürlich. Ist eine super Idee. König Hugo. Dich kann doch nichts aufhalten. Stimmt. Ich vergesse es nur manchmal. Lukas. Du Lokomotivführer. Ich muss schon sagen, es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite. Ei, ei. Du bist viel zuverlässiger, ruhiger und freundlicher als sonst wer. Ich weiß nicht. Du bist meine Familie. Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Nein. Ihr werdet noch sehr lange leben. Ihr schafft es. Und das ist ein Befehl. Aye, aye, Captain. Oh, wir wohnen ja an der Ostgrenze Meer. Spawn, 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 komm. Ay, ay. Jetzt wird's emotional. Er muss leben. Er verdient etwas viel Besseres als das. Gut. Pass bitte auf. Okay. Binde Hugo. Oh, das Dschungeltier und die Affen zick und zack. Wolle, wolle, wap, wap. Oh yeah. Wie eine Armee. Das sind sie jetzt auch. Mit Hugo als ihrem Anführer. Das war schon immer sein Lieblingsspiel. Erobern. Tja, da lebt jemand seinen Traum. Lebt deinen Traum, deine Welt war. Diese Geräuschkulisse, ne? Leck mich am Arsch. Das, wenn du die ganze Zeit auf die Ohren hast. Wow. Das ist anders wild. Hey, sieh mal, wer überlebt hat. Eine Nelke. Ja, nochmal was fürs Herbarium. Kurz bevor wir dich kennengelernt haben, Lukas. Jetzt fühle ich mich alt. Die Blume zaubert sicher ein Lächeln auf sein Gesicht. Hm. Wir versuchen es. Im Notfall müssen wir ihn halt leider einer in die Fresse geben. Wow. Was zur Hölle? War er das? Nein. Er ist nun eins mit der Makula. Wir gehen da also wirklich rein? Boah. Es tut mir leid. Er geht doch nicht rein. Schon gut. Ich hatte meinen Spaß, denke ich. Und mein Boot ist sowieso ein Wrack. Doch sag mir, können wir es aufhalten? Wenn wir zu ihm gelangen, vielleicht. Aber das wird da unten bestimmt schwierig. Hör zu, ich gehe. Ich bin die, die... Amicia, wir brauchen das, was ihn mit dieser Welt verbindet. Und wir alle stehen ihm nahe. Also... Das wird heavy. Gehen wir rein. Leck mich am Arsch. Autsch. Ich bin am Leben. Ich bin...
Du lebst. Wo ist Lukas? Ja. Das Bein ist durch. Nein, nein. Es ist nur... Geht es euch gut? Sophia ist verletzt. Ich versuche euch zu erreichen. Nicht bewegen. Sag ich doch, ich bin nicht gemacht fürs Festland. Fürs Fliegen auch nicht, wie du siehst. Der Oberschenkel ist durch. Entschuldige. Nein, bitte. Du hast mehr als genug getan. Lukas und ich haben das schon einmal erleben müssen. So in etwa. Eine Legende ohne Seeleute, hä? Das ist traurig. Geh und komm mit ihm zurück. Wir sehen uns unter der Sonne. Hm. Es hat was von Invalidentreffen gerade. Geh weiter. Hugo ist ganz nah. Ja. Ich muss erst Lukas finden. Okay, darf ich kurz looten oder wie schaut es aus hier? Ich gehe nirgendwo hin, Amicia. Wir kommen dich holen. Ich weiß. Los, geh! Ja, ja, darf ich dir da... Ich kann dir kein Licht anmachen. Sonst hätte ich gesagt, ich lasse für dich das Licht an, auch wenn es zu hell ist. Amicia, hier bin ich! Hey! Und Sophia? Sie kann nicht laufen! Bleiben nur wir beide! Wir können es noch schaffen! Siehst du das Mauerstück da unten? Die Rampen umgehen es! Treffen wir uns dort! Ja! Aber warte, Moment! Ein Fehler und... Ich weiß, aber ich habe mitgezählt und sie halten einen immer gleichen Rhythmus. Wir können es zwischen zwei Wellen schaffen. Oh Gott. Na gut, na gut. Bereit, wenn du es bist. Keine Sorge, ich folge dir. Aha. Jetzt! Du meine Güte! Lauf, lauf, lauf! Ja. Es hat geklappt! Ja! Wir müssen die Mauerreste erreichen. Verstecken, warten und weiter! Ja, nach dir! Alles klar! Okay. Schaut's da aus? Das ist... Oho. Ja, ich sehe dich. Schrei mich nicht an. So. Jetzt vor zum Turm. Los geht's. Oh, Vorsicht. Das Tor scheint zu klemmen. Warte, warte. Bist du bereit? Denke schon. Sie kommen! Na los! Macht schon! Na bitte! Man muss nur Geduld haben. Okay. Und durch. Das ist fies. Los, los! Bin bei dir. Das ist super fies. Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Wahnsinn.
Wer hat sich bitte die Scheiße ausgedacht? Ja, frag mal meins. Und los! Nee. Nee, 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 nee. Moment, 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 Moment. So. Da! Komm jetzt. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Alter Verwalter. Wir sind da. Wir sind in Sicherheit. Na, das glaubst aber auch bloß du. Wiss. Das. Das. Na? Das muss erstmal in den scheiß Nebel runter. Unter einer Decke versteckt. Als wärst du traurig. Der Nebel verdichtet sich immer mehr. Mhm. Da drin muss einiges los sein. Was wird uns wohl dort erwarten? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall kein Teufel mit los. Ein riesiger Tiegel, in dem die Makula Hugo und der Nebel verschmelzen. Die Visionen des getäuschten Kindes lösen sich in der Atmosphäre auf, verändern die Welt. Es ist die letzte Schwelle. Keine Naturgesetze mehr. Und wir müssen auch da hinein. Um deinen Bruder zu erreichen. Hm. Ohne Licht da rein. Klingt nach Spaß. Hol tief Luft. Halt mal eine halbe Stunde die Luft an. Ganz einfach. Machen wir daily. Scheiße. Lukas! Lukas! Okay. Oh Gott! Lukas, wo bist du? Okay, das funktioniert schon mal. Alles dreht sich. Puh. Das ist die absolute Megadosis. Das sind mehr wie 100%. Finden. Okay. Okay. Hugo, ich bin's. Ich bin am Leben. Ich bin hier. Hm. Wo bist du? Was ist das? Nein, unmöglich. Ein Phönix. Hier. Und er weist mir den Weg, wetten? Noch einer. Noch einer? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Das ist eine sehr gute Frage. Da hinten ist er. Und Langschwenk. Marsch. Die bedeuteten etwas. Links, 2, 3, 4. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Bin doch schon dabei, jetzt. Brauchst mir nicht sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Verliere ich den Verstand? Nein. Alles ganz normal. Hugo!
So. Und treten links. Ja, halt dich daran fest. Und ein bisschen rechts. Hast du sie hergebracht, Hugo? Nein, du warst das. Hugo! Oh, Gott sei Dank! Wo bist du? Ich bin hier. Ganz nah. Ich sehe dich nicht! Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Vögel! Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia, aber es war eine Lüge. Nicht alles! Nicht alles war gelogen! Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht! Oh, Hugo, ich muss dich hier rausholen! Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert, aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja! Denk nach, Amicia. Er ist hier irgendwo. Tu doch was! Tu endlich was! Beschreite neue Wege. Neue Wege. Ja. Weil du noch zurückblickst. Warum folgst du immer noch den Vögeln? Ich bin verloren, Hugo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Ort gehört der Vergangenheit an. Verlasse ihn. Finde deinen Weg. Also muss ich einen Ausgang finden. Ja, genau. Okay. Folge. Muss ich jetzt nach vorne blicken? Ne. Wenn ich den Vögeln folge, blicke ich zurück. Also hätte ich gesagt, ich muss nach hinten. Na. Laufen wir halt mal zurück. Komm. Ausprobieren. So. Da ist er. Auch nicht. Nö. Okay, da ist er. Wir probieren es noch mal ein, zwei Vögel lang und wenn das nichts bringt, dann müssen wir weiter gucken. Ist wahrscheinlich simpler, als ich gerade denke. Aber wenn ich den Vögeln folge, blicke ich zurück, hat er gesagt. Also. Oder? Wir machen es wirklich wie gedacht. Wir laufen jetzt einfach mal weg von den Vögeln. No. Ausprobieren. Und zack. Du schaust da lang, also gehe ich weg von dir. Ne, scheint auch nichts zu bringen. Okay, die Vögel werden wieder kleiner. Gut. Dann folge ich jetzt trotzdem mal deinem Blick. Welche Richtung guckst du? Diese Richtung. Dann, weil interessanterweise werden die Vögel ja mit der Zeit immer größer, also muss das schon irgendwas bedeuten. Gut, dann probieren wir klassisch.
So. Das ist jetzt auch schon wieder so ein Oschi. Und der wird auch immer größer. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt doch irgendwas Sinnvolles bedeutet. Ansonsten habe ich mich gerade jetzt richtig verranzt. Aber es ward Licht. Es wird immer heller. Also ist ein gutes Zeichen. In der ganzen Dunkelheit. Dann hoffen wir doch mal, dass das was bringt. So, wo ist er? Da ist er. Jetzt wird es aber langsam Zeit, dass er wegen heller wird hier. Da ist er. Da ist was. So, und du blickst in diese Richtung. Die Abstände werden gerade kürzer. Das ist ein gutes Zeichen. Und ich bilde mir es irgendwie ein, aber es scheint heller zu werden. Da ist er. Also laufen wir einfach mal. Oder... Nee, das nicht. Okay. Dann folgen wir mal dem Licht. Gucken, ob das was bringt. Oder ob es dann dunkler wird um uns herum. Ja. Es wird wieder dunkler, ne? Gut. Okay. Gut, dann war das mit dem Vogel schon das Richtige, aber irgendwas müssen wir verändern. Das müssen wir erstmal wieder einfinden. Da ist einer. Und schon verändert sich das, die Lichtqualität wieder etwas. Dieser Vogel ist anders. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas übersehe ich. Big Pando, Dankeschön für den Follow. Mach's dir gemütlich. Und laufen mit uns ein bisschen durch die staubige Hessbüste. Wir suchen gerade den Ausgang zum König Hugo.
Okay. Oh, es hat sich schon wieder verändert. Okay, gut. Schon wieder dunkler geworden. Also irgendwas war gerade falsch. Irgendwas habe ich gerade total versammelt. Okay. Nee. Das noch nicht. Okay. Egal, wir laufen jetzt trotzdem mal in das Licht. Kann doch nicht sein. Muss ich jetzt wieder im Kreis rennen oder? Ja. Okay. Irgendwas hat es mit dem Licht auf sich. Irgendwas. Aber ich erkenne es noch nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich sehe, dass das Licht irgendwas zu bedeuten hat, aber was genau erkenne ich nicht. Das sehe ich gerade null. Ich dachte, dass das Licht vielleicht irgendwie so eine Art Weg aufzeigt oder aufzeigen soll. Aber es bleibt nur an den Statuen. Und hier ist es wieder dunkler. So, diese Richtung. Ich verstehe es nicht. Ja, ich höre dieses Klingen. Also irgendwas. Irgendwas wird von mir verlangt. Aber was? Kann ich irgendwas mit der Statue machen? Kann ich sie drehen? Kann ich draufsteigen? Nein. Okay. Nein, das geht auch nicht. Nein. Okay. Okay, ich kann nur mit meiner Schleuder arbeiten. Ich kann kein Pyrit, kein gar nichts herstellen. Okay. Du guckst in diese Richtung. Da. Irgendwas übersehe ich auf meinem Weg von Vogel zu Vogel. Irgendwas übersehe ich.
Falls euch irgendwas auffällt, ihr dürft gerne kurz was sagen. Na, irgendwas übersehe ich hier gerade total. Das hat auf jeden Fall irgendwas mit dem Licht zu tun, das die Dunkelheit verbrennt, verdrängt. Kann nichts in die Sonne. Okay, dann laufen wir einfach mal dem Licht entgegen. Komm. In der Hoffnung, das ändert irgendwas. Aber sieht nicht so aus. Oder? Mal weg von den Vögeln. Erwischt. Was ist mit mir? Ich fühle mich. Du bist verloren und verängstigt, aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will dich sehen. What the fuck? Hugo, wo bin ich? Alter Verwalter. Nein. Die auch noch. Nein. Steh auf. Steh auf. Hugo. Oh, bitte. Was ist das jetzt? Was zur Hölle? Zurück! Ihr seid bloß ein Haufen Ratten! Ich verbrenne euch alle! Ihr wollt, dass ich weglaufe? Ich hole ihn zurück, hört ihr? Ich hab dich so oft kämpfen sehen. Keine Sorge! Ich mach sie fertig! Wow. Du gibst immer noch nicht nach, oder? Entweder wir oder sie! Ich hab keine Wahl! Du hast eine Wahl. Doch die macht dir Angst. Es sind zu viele, Amicia. Mir aber nicht. Es tut weh, dich so kämpfen zu sehen. Was meinst du? Wie früher, als jeder Kampf zählte. Das tun sie noch! Jeder Einzelne! Bleibt weg! Wow. Das werden sie nicht. Hör auf, so zäh zu tun. Nein, nein, nein! Wow. Was? Was ist passiert? Nein, ich bin wieder zurück. Hugo, was habe ich getan? Du hängst in deinem Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Du schaffst das. Das werde ich. Ich mach's noch mal und werde dazulernen. Das muss noch mal funktionieren. Ich muss wieder zurück. Ein Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Immer geradeaus. Dann kommst du ans Ziel. Mhm. Aber irgendwie verfolgen die Vögel dich. Kann das sein? Man könnte jetzt behaupten, dass du gut zu Vögeln bist. Hahaha. Aber... Na bitte! Es geht doch! Du lernst dazu! Halte durch! Halte durch! Oh, diese Dinger schon wieder! Dieses Mal machst du's besser! Das Feuerbecken hält sie nicht auf! Lass dir was einfallen!
kämpfst du noch. Da kommen immer mehr. Ja, weil du sie brauchst. Du brauchst einen Grund zu kämpfen. Was meinst du damit? Kämpfen bedeutet, dass man gewinnen kann. Aber in Wahrheit ist dieser Kampf vorbei, Amicia. Du musst das akzeptieren. Was? Das liegt doch nicht an mir. Du hoffst, dass du die Probleme wie früher lösen kannst. Genau wie mit dieser Flamme. Wenn dieser Kampf umsonst ist, wie halte ich ihn auf? Zeig ihnen, dass du es verstehst. Wie? Gut, ich hab's verstanden. Es ist nutzlos. Ich gebe auf. Ich bin es leid. Ich bin es leid zu kämpfen. Bitte, ich muss dich sehen. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin hier. Hugo, komm, komm. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich hatte so Angst. Die Idee musste erstmal kommen. Kannst du laufen? Ja. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Gehen wir. Also auf die Idee musst du erstmal kommen. Verlassen wir diese Hölle. Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo, wir haben alles versucht. Aber das alles ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Und das ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Wir können es aufhalten. Ja. Wir finden Mutters Haus und leben. Wir werden leben. Aber wir haben es verdient. Dieser Ort kommt mir vertraut vor. Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Hallo. Wir kennen uns schon. Hey, was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Wir müssen hier weg. Komm! Wir müssen es in Ordnung bringen. Wir finden schon eine Lösung. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Ja. Sieh sie dir an. Die Pest zieht seinen Weg. Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Du musst es aufhalten. Ich kann nicht. Konzentrier dich, so wie früher. Hast du das schon vergessen? Das ist eine Lüge. Die Makula steckt dahinter. Ich bin jetzt die Makula. Ich. Was? Nein. Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein, nein, nein. Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Hugo, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich halte mich auf, um die Makula aufzuhalten. Hugo... Wow. Diese Entscheidung möchte keiner treffen müssen. Das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde. Du bist kein Monster. Das werde ich aber sein, wenn ich alles töte, was ich liebe. All die schönen Dinge. Ich verstehe, aber... Bitte, Amicia.
Ich versuch's. Wow. Das ist schwere Kost. Na gut. Was jetzt? Hugo, wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo! Ich liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Leb wohl, Amicia. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. What the fuck? Wow. Das ist harte Kost gerade. Aber wenn du fort bist, bleibt mir nichts anderes mehr. Ich werde allein sein. Allein. Alter reicht gerade, glaube ich, nicht. Ich kann nicht. Und ich dachte schon, das Ende von Hellblade war hart. Ich bin hier. Oh nein. Kannst du aufstehen? Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Leider ja. Leider ja. Das ist gerade richtig hart. Mit der Musik, mit dem, was kommen wird. Heftig. Amicia, wir sind da. Ich weiß. Amicia! Ich weiß! Ja. Ja. What the fuck? Wow. Heftiger und emotionaler hätte man ein Ende nicht gestalten können.
Also, bestimmt schon, aber... Wow. Einfach nur... What the fuck? Hat. Die Entscheidung zu fällen. Allein nur die... Ich habe jetzt gerade echt gezögert, die scheiß Schleuder in die Hand zu nehmen. Oh. Du willst es nicht. Du willst es einfach nicht tun und du musst es tun. Das ist hart. Das ist richtig hart. Einfach nur, what the fuck? Ich habe schon echt einiges gespielt und auch wirklich tiefe Stories. Aber das gerade, was die Spielemacher da von dir verlangen, wow. Einfach nur, wow. Heftig. Da hätte mir eigentlich so ein dritter Teil besser geschmeckt. Ganz ehrlich. Aber trotzdem wirklich, 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 wirklich gut gemacht. Wirklich Hut ab. Bei den ganzen Gedankengängen, die wir gerade zum Schluss jetzt hatten. Du musst von deinem gewohnten Weg abweichen. Du musst nachgeben. Also deine Instinkten nachgeben und wirklich mal sacken lassen, das so einzubauen, mal komplett anders gedacht. Hut ab, fand ich sehr gut, fand ich wirklich gut. Da musstest du jetzt schon ein bisschen mal den Kopf anstrengen.